alles hat mit Schiff und Meer zu tun bei uns. Und da wollte ich ein Design haben, was an Meer und was an Schifffahrt erinnert. Mit Schrauben und Bullaugen. Von Weitem sieht das aus wie ein Metallschlagzeug. Ist aber ein Holzkit aus Cherrywood, Kirschholz. Ich sagte, ich will einen ziemlich trockenen, relativ trockenen Sound haben, ohne viel abzukleben. Dieser Produktion jetzt, da ist ein hoher Felldurchsatz vorhanden. Wir haben halt ein großes Drumset und ich muss die Tom-Felle, also jede zweite Show wechseln. Drei Shows überleben sie, aber danach ist dann wirklich finito. Snare-Drum muss jede Show gewechselt werden. Da ist es halt auch immer wichtig, dass man jedes Mal wieder so in das gleiche Tuning kommt, dass man natürlich nicht auf einmal irgendwie einen Tag das drei Töne tiefer anbietet, nächsten Tag irgendwie fünf Töne höher, sondern im gleichen Spektrum da bleibt. Ich spiele jetzt praktisch alles von dem Kit, was es gibt. Ich wollte einfach mal mehr ist mehr machen. Deshalb spiele ich jetzt Doppel-Bass-Drum, drei Hängetoms, drei Standtoms. Aber ich setze sie, glaube ich, einigermaßen musikalisch ein, hoffe ich. Ich spiele nicht zu viel damit, nur weil er jetzt viel hängt. Aber ansonsten bin ich ein Vertreter von weniger. Man muss Ego haben, viel Ego, um so ein großes Auditorium in so einer großen Band auch zu spielen. Das ist viel Verantwortung einfach. Das ist kein Jam, das ist, wie gesagt, ein fixes Arrangement. Es muss jeden Abend super solide abgeliefert werden. Disziplin. Ego für dich selber, um Selbstbewusstsein zu haben. Aber ansonsten wenig Ego, viel Teamgeist. Viel auf die anderen hören, was machen die anderen, was habe ich falsch gemacht. Aber auch hören, was könnte bei den anderen besser passieren. Auf der Bühne ist es blinde Kommunikation. Wenn einmal alles geklärt ist und es ist abgesprochen, dann wird das so durchgezogen. Und dann braucht man da nicht mehr viel zu kommunizieren. Du musst das Selbstbewusstsein haben, dieses Ding entspannt reinzunageln. Ich schätze an Benji in erster Linie erstmal, dass er mich nicht in den Arsch kriegt. Das ist nicht einer von den Technikern, die sagen, oh, jetzt kommt der Rockstar und schiebt mir alles in den Arsch. Der ist der Typ, der mir die Wahrheit sagt auch. Was nicht gut war, was toll war, der ist wirklich sehr ehrlich. Also der nimmt da kein Blatt vor mir. Ja, man muss halt mit den Resonanzen auch ein bisschen achten, dass halt wir kleben sehr wenig ab, das ist halt alles ganz offen gestimmt und er hat auch übers In-Ear keine Noise Gates da drauf, sondern alle Trommeln direkt offen, das heißt, er hört alles sehr präsent, was vom Schlagzeug kommt und manchmal ist halt so eine Halle trocken, da muss man ein bisschen offener stimmen, dass die Trommeln noch mehr schwingen. Manchmal ist es halt sehr hallig in der Halle, dann stimmt man natürlich ein bisschen toter, damit man ein bisschen mehr Attack daraus bekommt. Wenn ich das Set aufbaue, dann soll es auch wieder einigermaßen neu aussehen. Das braucht jetzt nicht wie ein verranztes Set aussehen, was 5 Jahre auf Tour gewesen ist, sondern man kann das, denke ich mir, schon irgendwie alles sauber und in Ordnung halten. Es ist eine gewisse Kontinuität, muss man haben, und eine Sicherheit. Es geht einfach darum, ihm ein sicheres Gefühl beim Trommeln zu geben. Du musst in der Lage sein, dem Druck standzuhalten in der Liga. Für mich kam es immer schon darauf an, eigentlich diese Disziplin zu haben, diese Professionalität, zu wissen, was du da tust. Und nicht einfach, ich spiele jetzt mal einfach was, worauf ich Bock drauf habe. Wer hier nicht selbstbewusst ist, hat verloren, der wird umgebracht. Du kannst hier keine Gefangenen nehmen, du sagst vorher keine Gefangenen. Und dann wird das Ding geprügelt da rein mit deinem Bewusstsein. So, ich bin jetzt hier der Größte. Das sagst du nur nicht laut. Aber du hast das Bewusstsein. Mir nimmt jetzt keiner die Butter vom Brot.
egal welche Kritiker, egal wer mich jetzt beobachtet, ich nagel dieses Ding rein. Also die letzte Stunde geht relativ schnell. Deshalb gucke ich auch mal auf die Uhr, damit ich immer noch genügend Zeit habe für alles. In der Garderobe, wenn dann alle da sind, kurz vorher, ziehen sich ja alle da um. Dann gibt es die üblichen, der eine macht einen Spaß, der andere macht einen Witz, der andere erzählt eine alte Geschichte, der andere hört AC/DC. Dann rufen wir uns ein. Einfach sitzen, nachdenken, ein paar Sachen durchgehen, vielleicht bestimmte Songs, die Setlist nochmal angucken, dann geht man also rüber, wie so ein Sportler, der die Bahn nochmal durchgeht, bevor er mit dem Ski runterfährt. Nehme das ein oder andere Getränk mal zu sich, also keine richtig alkoholischen Getränke, manchmal trinke ich vielleicht einen Rotwein, um ein bisschen runterzukommen, eher das Adrenalin runterzuschrauben. Und dann muss ich ungefähr 10 Minuten, bevor die anderen rausgehen, gehe ich schon raus, um mich auf meinen Platz zu begeben. Weil da gehe ich normalerweise mit den normalen Straßenschuhen dann in dieses Loch, in dieses U-Boot, ziehe da meine Spielschuhe an. Und dann warte ich und irgendwann höre ich über den Kopfhörer, gute Show, Leute, es geht los. Dann fängt die Musik vom Paten an und dann weiß ich, es sind 2 Minuten 30, bis ich rausgehe und dann die Show anfange. Manchmal muss man wie ein Apnoe-Taucher den Puls auf ganz langsam bringen, kurz vorm Auftritt. Dann geht es alles ganz runter. Dann weiß ich, bei 2 Minuten 30 geht der Vorhang auf, ich schlüpfe in das Loch auf diese Dreiser und dann fange ich die Show an. Es wird immer gesagt, im Stadion sollte man dann noch weniger spielen. Vielleicht ist da noch wichtiger als im Club, weil du natürlich den Letzten da noch erreichen willst und der soll ja kein Bier trinken gehen. Im Club ist der Letzte auch noch so nah an der Bühne. Da kannst du natürlich mehr greifen. Hier bist du natürlich sehr, sehr abhängig vom Toningenieur, vom Front of Hausmann. He makes you or he breaks you. Die Nervosität ist da auch nicht, klappt alles. Nicht von mir, sondern von der Technik. Fuck irgendwas von der Technik ab in diesem großen Environment. Bist du fucked. Das ist eine psychologische Sache, diesen Gig cool anzugehen, mit 70% von der physischen Power zu starten und mit 120% am liebsten magisch aufzuhören, sag ich mal. Du musst den Headroom von der Kraft nachher noch haben. Also die Show ist ziemlich, mittlerweile wie die eingeprobt ist, ziemlich autopilotmäßig. Da weißt du genau, da kommt der Schlag, da kommt der Break, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also Anfänge, Schlüsse, das ist da, wo man wirklich kommuniziert, wo die Welle halt zusammenkommen muss. Und da gucken wir uns auch an. Aber manchmal gucken wir auch gar nicht. Da hat jeder seinen Part, der springt mit der Audience da rum. Udo ist in der Mitte von dem Auditorium und ich sitze hinten und nagel die Style. Die Band ist immer ganz gut zusammen, aber es sind natürlich auch viele Leute auf der Bühne. Da ist es schon manchmal schwierig, alle auf einem Biorhythmus zu haben, dass natürlich alles ineinander greift. Da wartet man jeden Abend wieder drauf. Man freut sich darauf, dass es hoffentlich wieder passiert, dass die Magie, den Magiewürfel, dass der Magiewürfel ausgepackt wird, wie Udo immer sagt. Also ich könnte das so mit diesen Pausen, die wir haben, wo man immer wieder nach Hause kann und dann wieder hinkommt, könnte ich das jetzt auch noch Monate weitermachen. Ich bin auch das Programm noch nicht leid. Ich liebe dieses Programm auch. Also das ist, ich bin kein Song leid. Also ich spiele das alles unglaublich gerne. Udo ist unglaublich locker, der ist ein Chef, der sagt ja nichts. Man ist da, der weiß es, er kann sich da reinlegen in den Groove und alles ist gut. Er kann sich auf mich verlassen. Und das ist auch schön zu wissen, dass er sich darauf verlässt und mir vertraut. Also mit dem Panikgroove ist er groß geworden. Ne? Die Power, die er durchzieht, ist unfassbar. Ne? 3 Stunden Show, gnadenlos. Ne? Er ist der gnadenlos beste Trommler. Ja.